Der arme Junge. Das muss schlimm für ihn sein. Da ist eine verfallene Hütte. Hast du das gehört? Genau wie ich vermutet habe. Gesetzlose. Wir haben ihre Spuren schon vor einiger Zeit bemerkt. Einige unserer Jäger haben sie in den Wäldern entdeckt. Aber das? Sie haben ihr Lager im ehemaligen Versteck meines Vaters aufgeschlagen. Das ist inakzeptabel. Ich will mich nicht zurückziehen, wenn wir so nah sind. Ich habe jahrelang keinen Fuß in die Hütte gesetzt. Ich würde mir nie verzeihen, mich nicht noch einmal darin umzusehen. Ich hoffe, du wirst nicht aufgeben. Wir haben kaum angefangen. Geh näher heran und versuche, mehr zu sehen. Du bist der Fährtenleser hier. Halte deine Waffe bereit. Ich zähle auf deine Hilfe. Ich gehe nicht näher heran. Ich habe noch nie jemandes Blut vergossen. Außerdem nehmen Gesetzlose keine Gefangenen. Aber du, kommst du nahe genug heran? Es muss etwas geben, das ich drinnen übersehen habe. Diese Gesetzlosen können es nicht mit mir aufnehmen. Warte hier. Ich werde mir das Ganze näher ansehen. Bleib hier und halte mir auf den Rücken frei. Ich gehe rein und improvisiere. Wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ich werde auf dich warten. Lass dich nicht erwischen oder verletzen. Okay. Dann wollen wir mal. Ich gehe mal ein bisschen dichter heran, dass ich sie sehen kann. Ah, da. Nanu. Nanu, komm schon. Ah, warum? Ach, komm schon. Ach so, meine Ausdauer. Ach ja, da war ja was. Die muss ich ja immer wieder aufladen. Ach, komm schon. Ah. Ach, come on! An Alter, wie viel halten die aus? Okay, der nächste ist tot. Jetzt habe ich noch zwei vor mir. Einer noch. Und das war's. Meine Herren, ey. Huhu. So. Gib mir mal meine Pfeile wieder auch. Hoppala. Alt. Nein. Abbrechen. Ich will das Ganze, was die hier drin haben, natürlich. Na, die Münzen nehme ich doch auch mit. So. Hier ein Steinpfeil, dort ein Steinpfeil. Zack, zack. Du hast auch noch ein paar Sachen, die ich haben möchte. So. Und der eine, der liegt noch da hinten. Und alle überall liegen meine Steinpfeile verstreut. Ach, Mensch. So, durchsuche die Hütte gründlich. War gut. Aber erstmal sammle ich hier meine Waffen wieder ein. Oh, der hier. So. Und dann noch der hier. So. Okay. Mann, 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 ey. Mal sehen. Flaschen. Das ist wahrscheinlich von den Dieben. Das Fass ist leer. Das hier. Ah. Nehme ich mit. Noch etwas? Oh, mehr Münzen. Sehr gut. Noch eine Flasche. Ein umgestürzter Trocken. Trockenständer. Münzen. Ah,
Da hinten sieht's aus, als ob hier in diesem Haus noch eine rostige Arm, also eine rostige Axt drin ist. Die Pfeile nehme ich natürlich auch an mich. Stroh und ein Brett. Noch mehr. So, das hier, das Fass hier. Ah, Eisenpfeile. Auch nicht schlecht. Hm. Oh, ein Bogen. Ah, der ist jetzt... Na gut. Und hier... Da. Ah, die Bretter nehme ich erstmal beiseite. So, und wo ist jetzt die Axt? Wo liegt sie? Na toll, jetzt komme ich da nicht ran. Toll. Ach, nö. Jetzt komme ich an die Axt nicht ran. Moment, da hatte ich sie doch gerade. Na? Nicht doch eben... Ah, da. Wartet. Gut. Da habe ich sie. Bringe die seltsame, rostige Axt zu Jaropelk. Es ist eine Erleichterung, dass du in einem Stück zurück bist. Es ist mir egal, ob sie leben oder tot sind. In beiden Fällen würde ich sie nicht gerne aus der Nähe sehen. Hast du irgendwas über den Unterschlupf in Erfahrung bringen können? Nichts Ungewöhnliches, bis auf eine Sache. Im oberen Teil der Hütte war eine rostige Axt versteckt. Zeig sie mir. Hm. Die sieht aus, als hätte sie einiges mitgemacht. Und damit meine ich nicht Holzhacken. Siehst du? Genau hier, am Griff. Das sieht aus wie Blutspuren. Aber es ist schwer, mit Sicherheit zu sagen. Dieses Werkzeug war sehr rostig. Oder ist sehr rostig. Aber da ist ein Symbol. Es ähnelt einem Schwein. Oder eher einem Wildschwein. Die Axt muss eine Weile dort gelegen haben. Das Symbol ist fast unsichtbar. Gehörte diese Axt deinem Vater? Ist diese Waffe ein der Gesetzlosen? Ich glaube nicht, aber sie kommt mir sehr vertraut vor. Unsere Holzfäller benutzen ähnliche Werkzeuge. Der Einzige, der diesen Ort außer meinem Vater besucht hat, war sein Freund Nidan. Aber der würde lieber seinen Arm als seine Axt verlieren. Das ist seltsam. Ich habe während meiner Erkundungen immer wieder in diese verlassene Hütte hineingeschaut. Ich nehme an, ich war wohl nicht aufmerksam genug. Oder jemand hat sie erst kürzlich dort abgelegt. Ich muss darüber nachdenken. Es gibt einen letzten Ort, den ich besuchen möchte, bevor wir uns auf den Rückweg machen. Komm mit mir. Okay. Solange er jetzt nicht so gefährlich ist wie der eben gerade, alles okay. Dann folgen wir mal Jaropelk, wo er denn auch hin will. Mal den Pfeil, den Bogen weg. Jeder von ihnen erhält eine Axt, wenn er stark genug ist, alleine zu arbeiten. Dann markiert er sie mit einem Tiersymbol, das Glück bringen soll. Ah, achso, ich habe das eben gerade auch nicht ganz mitgelesen. Also, er redet gerade über die Holzfäller. So. In Ordnung, da sind wir. Was ist an diesem Ort so interessant? Er hat mit meiner letzten Erinnerung an meinen Vater zu tun. Das hier ist der letzte Ort, den wir zusammen besucht haben, bevor er gestorben ist. Es war ein besonderer Moment, denn er entschied, ein paar Geschichten aus seiner Jugend mit mir zu teilen. Glaub mir, er hat seine Vergangenheit fast nie erwähnt, zurückhaltender Mann, der er war. Aber dieses eine Mal erwähnte er, was er und Nidan getan hatten. Sie hatten Schmugglerware versteckt. Alles, auch Felle, Geweihe, Pakete mit Trockenfleisch, Pfeile und Met. Vor allem wollten sie nicht, dass der Kastellan ihre Vorräte in seine gierigen Klauen bekam. Die Versorgungsknappheit scheint viel weiter in die Vergangenheit zu reichen. Ja, das alles zieht sich schon einige Jahre lang hin. Ich frage mich, was sie von dem derzeitigen Regenten des Oxbows halten würden. In der Vergangenheit scheint das Leben viel angenehmer gewesen zu sein.
Das meinst du nur. Die jungen Leute damals waren in derselben Situation wie du jetzt, hatten dieselben Zweifel und Sorgen über ihre Zukunft. Wer wird nicht manchmal nostalgisch? Die Geschichte wiederholt sich. Es ist wertvoll zu wissen, was deine Vorfahren antrieb und was sie in die Knie zwang. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und was der nächste Tag bringt, in der Vergangenheit zu schwelgen, wird dich nicht weiterbringen. Es ist Zeitverschwendung. Vielleicht hast du recht. So habe ich das bisher noch nicht gesehen. Ich kenne sie nur als erfahrene Männer. Aber auch sie mussten ihre Erfahrung erst sammeln. Sie mussten von ihren Fehlern lernen, kindische Dummheiten begehen. Genug in Erinnerungen geschwelgt. Sehen wir uns um. Ich war schon mehrere Male in dieser Höhle, ohne Erfolg. Du könntest sie ein letztes Mal untersuchen, während ich mich hier draußen umsehe und Wache halte. Okay, aber ich gehe nur mit meiner Fackel. Mal sehen. Oh, ist das dunkel hier drin. Oh, ein Karren. Oh, hier liegt was. Eine tote Ziege. Oh, will ich mal sagen, die können wir mal hier häuten und, ne, und das Fleisch mitnehmen. Ist ja auch wertvoll. Oh, mehrere Ziegen. Eins, zwei. Also drei Stück insgesamt. Hm. Also die sind ja so frisch, die können noch nicht allzu lange hier liegen. Was ist das hier? Ah, Moment. Stärketrank, Knüppel, Gesundheitstrank, Bretter. Nehme ich doch mit. Wer doch... Oh! Oh! Okay. Eine Leiche. Ist sie hier runtergeschleppt worden oder war die schon vorher da? Hm. Mal gucken. Sehen wir uns noch weiter um, weil die Höhle ist noch ein wenig tiefer. Ah! Sieh dir das Höhlenlager genauer an. Die Höhle, die sich vor deinen Augen ausbreitet, heißt dich mit dem üblen Geruch von Fäulnis und Urin willkommen. Hm. Der dir in die Nase sprennt. Der Anblick, der sich dir bietet, ist ein vollkommenes Durcheinander, als hätte hier ein großer Kampf um das Leben von jemandem oder von etwas stattgefunden. Du beschließt zurückzutreten, hier gibt es sonst nichts mehr. Plötzlich unterbricht ein entsetzliches Heulen deine Gedanken. Deine Anwesenheit ist bemerkt worden und derjenige, der sie bemerkt ist, ist nicht weit weg. Mach dich für die Begegnung bereit. Was? Oh ja, moin! Wölfe! Ah! Mist! Jetzt haut er ab! Ja, warum haut denn jetzt der Wolf ab? Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, ja. Aber ich habe ihn nicht getötet. Hm. Gut, wenn er abhaut, ist es gut für mich. Dann schaue ich mich noch mal ein wenig hier unten um. Vor allem auch den Wolf wieder noch mitnehmen. Speere! Und Geld. Und Materialien. Das nehme ich doch mit. Was haben wir noch? Ein leeres Fass. Stapel von Bündeln. Beerenwein. Salzfleisch. Noch eine Truhe. Das sieht mir so aus. Oh! Das sieht mir so aus, als ob hier jemand gehaust hat. Also, sagen wir auf jeden Fall jetzt hier auch die Flaschen. Also, als ob jemand sich hier jetzt neu eingenistet hätte. Naja, okay. Aber die Leiche da unten? Die macht mich ein wenig stutzig. Aber der Wolf ist abgehauen. Werde die Wölfe los. Ja, der ist doch weg.
Der ist doch weg. Also, ich sehe jetzt keinen mehr. Kein Wölfchen. Ach, da! Nee, das ist der andere. Stimmt, den wollte ich noch einmal häuten. Hier ist nichts. Der ist jetzt auch einfach abgehauen, der Wolf, ne? Ohne jetzt irgendwie nochmal zurückzukommen. Aber gestorben ist er wahrscheinlich jetzt auch nicht, ne? Oh, noch eine Weinflasche. Halt. Da ist noch eine. Das ganze Brennholz kann ich nicht mitnehmen, aber die Flaschen, die kann ich ja verticken. Zur Not. Oh, ich gehe jetzt erstmal wieder aus der Höhle raus. Oh, die Wölfe sind weg. Der ist nicht mehr zu sehen, also... Und jetzt haben sich hier zwei neue Leute hingestellt. Werde die Wölfe los. Aber der ist ja nicht mehr da, der Wolf. Der ist weggelaufen. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Und hören tue ich ihn auch nicht mehr. Also, könnte man noch sagen. Ist geschafft. Also,